Die Pressefreiheit in Deutschland, das ist ein hohes Gut, dessen die Deutschen sich gerne und weltweit rühmen. Und das, obwohl bei uns die Lage laut den Reportern ohne Grenzen eher zufriedenstellend als gut ist. Wie so oft im Leben lohnt es sich aber auch hier einmal, einen Schritt zurückzutreten, um das ganze Bild zu betrachten, etwa aus dem Ausland, von wo ein westdeutscher Journalist seit 31 Jahren berichtet. Ulrich Wilhelm Heiden, ein Historiker, Sohn einer reichen Unternehmerfamilie, wanderte zur Wendezeit in die ehemalige Sowjetunion aus und kann aus erster Hand berichten, wie sich die deutschen Medien im Laufe der Zeit verändert haben. Nicht zum Guten, so viel kann ich jetzt schon verraten. Heute ist er bei uns, bei Junost, dem Magazin für ostdeutsche Interessen. Mein Name ist Norbert Fleischer und jetzt geht's los. Bei mir ist heute der Auslandskorrespondent Ulrich Wilhelm Heiden. Er ist zur Wendezeit, kann man sagen, in die damalige Sowjetunion noch ausgewandert und seitdem dort geblieben. Ulrich, ich grüße dich. Wie ist denn das Wetter in Moskau? Ja, ich grüße dich auch. Das Wetter ist wunderbar. Wir haben hier blauen Himmel, Sonne und 35 Grad Kälte. Aber schöner Neuschnee und wenn man so rumläuft, knarrt es schön unter den Stiefeln. Also jetzt ist es wirklich nett in Russland zu sein. Das kann ich mir vorstellen. Also da möchte man jetzt keine Blumen gießen müssen zu dieser Jahreszeit. Ulrich, wie kommt man denn, du hast ja ein Buch geschrieben, das demnächst erscheinen wird. Ich habe es hier, Mein Weg nach Russland, Erinnerungen eines Reporters. Du hast darin sehr ausführlich auch deinen biografischen Werdegang beschrieben. Wir kommen dazu später in dieser Sendung noch zu sprechen und natürlich zu deinem Verhältnis zu den deutschen Medien, die alle die Beziehung zu dir im Laufe der Zeit seit 2013 Schritt für Schritt reduziert haben. Aber beantworte mir bitte erstmal die Frage, wie kommt man denn jetzt als Sohn eines Unternehmers, der in Hamburg eine Import- und Exportfirma hat, auf die Idee, nach Russland auszuwandern? Na, das war eigentlich immer schon so ein Traum, überhaupt im Ausland mal zu arbeiten, weil ich von Deutschland schon immer so ein bisschen die Schnauze voll hatte, also öfters mal immer wieder. Und als dann 1991 die Sowjetunion aufgelöst wurde, da habe ich gedacht, das ist eine Gelegenheit als Journalist. Also ich arbeitete auch schon vorher als Journalist, allerdings unbezahlt, dann ein Jahr beim Spiegel bezahlt und einfach mal diesen Schritt wagen. Das war nichts besonders Originelles, weil 1991, 92 gingen viele Freiberufler, also Journalisten und auch Unternehmer, kleine Firmen, große Firmen gingen nach Russland. Alle wollten an dem großen Russland-Hype irgendwie teilhaben. Aber ich hatte eigentlich kein Hype-Gefühl, sondern ich wollte eigentlich, weil ich auch Historiker bin und Journalist, wollte eigentlich berichten, wie die neue Gesellschaft entsteht. Mhm. Und was waren denn die ersten Eindrücke da, als du da angekommen bist? Ja, ich kam erstmal in Kiew an, da hatte ich einen Freund, da wohnte ich 3 Monate und das war schon eigentlich bitter, weil es ist eine wunderschöne Stadt mit wunderschönen ukrainischen Barock, so heißt es, aus dem 19. Jahrhundert. Und aber es war eine große Armut dort, die Leute handelten auf den Straßen. Und ich lebte dann in einer Familie und da wurde also ständig gekocht. Da kamen also 4 Generationen zum Mittagessen. Es war wirklich irre. Die Frauen kochten und kochten. Es war ein großes Gemeinschaftsgefühl. Die Kartoffeln wurden von Verwandten von einer Datscha geholt, außerhalb von Kiew. Und naja, und dann war ich auch so dumm, weil ich es nicht begriffen habe, dass das wirklich ein Überlebenskampf ist. Die hatten mich gefragt, kommst du mit zum Kartoffeln transportieren aus Nizhny, das ist nördlich von Kiew. Und dann hatte ich irgendwie wieder einen Artikel zu schreiben und so. Und habe ich so gemerkt, als ich zurück mit den Kartoffeln kam, habe ich gemerkt, dann waren sie schon ein bisschen sauer, dass der Wessi da am Schreibtisch weiter sitzt, während sie die Kartoffeln geholt haben. Mhm, Du kommst ja selbst aus einer
man könnte sagen, aus einer wohlhabenden Familie. Ich habe es eingangs erwähnt. Du und deine Schwester, ihr seid von Gouvernanten großgezogen worden. Du warst dann auf mehreren Internaten. Von zweien davon bist du dann auch geflogen. Das Verhältnis zu deinem Vater war angespannt. Das zieht sich auch ein bisschen durch, wie ein roter Faden, durch das gesamte Buch. Warum war das so? Naja, das war so, dass mein Vater war eigentlich, mal sagen, mit 19 ist er in den Krieg gekommen, bis kurz vor Moskau, hat dort gelegen in einer Aufklärungseinheit und hat eigentlich diesen verlorenen Krieg nie so richtig überwunden. Also er hat dieses militärische, dieses Kameradschaftsgefühl, dieses Gefühl, kurz vor Moskau zu sein und möglicherweise über den Roten Platz zu marschieren, das hat ihn also eigentlich bis zu seinem Lebensende, hat ihn das nicht verlassen, hat Bücher gelesen über die Taktiken der deutschen Generäle und was man vielleicht noch hätte besser machen können. Also er war jetzt nicht, war kein Nazi, aber er war eben doch gefangen in dieser Ideologie, dass die Deutschen das Recht haben, in einen anderen Staat einzufallen, weil der angeblich nicht den deutschen Vorstellungen entspricht. Und das hat mich immer beschäftigt und das auch bedrückt, weil diese Kriegserlebnisse wurden ständig beim sonntäglichen Frühstück wurden die vorgetragen und wir Kinder mussten uns das anhören. Also wir waren eigentlich alle gegen den Krieg aufgrund dieser Erfahrung des Vaters. Und es war so eine Mischung. Also er hat vermittelt Rustikalität oder russische Landschaft hat er vermittelt. Das weckte bei mir das Interesse, aber gleichzeitig war bei mir auch, als ich mich dann mit 14 Jahren politisierte, war auch, mal sagen, entstand ein Graben, weil ich von ihm erwartete, dass er mal was sagt. Also was haben sie da eigentlich in der Ostfront gemacht? Und wer hat diesen Krieg finanziert? Wer wollte diesen Krieg gegen die Sowjetunion? Auf diese Fragen habe ich ausweichende oder keine Antworten bekommen. Und ich merkte, dass er da irgendwas auch verbirgt und es hat mich... aber dieses Verbergen hat dann bei mir auch gleichzeitig den Wunsch also geschürt, dass ich mehr rauskriegen wollte. Und dann entwickelte ich mich so praktisch als Linker, also wie ein großer Teil meiner Generation in Westdeutschland 1968 ging auf Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg. Und und dann aber, als die Sowjetunion zerbrach, da habe ich dann praktisch, da knüpfte ich eigentlich auch durch diese Familiengeschichte an, weil Russland spielte bei uns immer eine große Rolle, aber eben ein verklärtes Russland. Also das Russland der Zaren, Pasternak, den Schriftsteller vielleicht noch und Tolstoi. Aber der einfache Russe, die Bauern auf die und Arbeiter, auf die mein Vater damals geschossen hat und von denen er vielleicht ein paar hundert umgelegt hat, die tauchten nie auf und die waren auch nie als moralisches Problem mal präsent in unserer Familie. Und das beschäftigt mich bis heute eigentlich. Und es ist nicht unbedingt ein Schuldgefühl, weil ich an diesem Krieg nicht teilgenommen habe und ihn auch nie hätte gewollt, aber es ist ein wahnsinniges, inneres, starkes Gefühl, dass ich nicht verstehen kann oder nicht verstehen will, nicht akzeptieren will, dass Deutschland immer wieder nach Russland einfällt. Also es ist ja schon der Zweite Weltkrieg und jetzt haben wir vielleicht schon bald den Dritten. Und das das fesselt mich einfach hier. Ich fühle mich, ich fühle, dass ich eine Aufgabe habe, über Russland zu berichten, fair zu berichten, kritisch, aber auch fair und irgendwie eine Lücke zu füllen, soweit es geht. Du bist dann 1969 von zu Hause quasi abgehauen, hast erstmal in einem Bundeswehr-Schlafsack am Waldesrand übernachtet, hast dann Tagelöhnerarbeiten im Hamburger Hafen angenommen. Wie war das so? Das war ja schon ein ganz schöner Bruch. Das war irgendwie merkwürdig. Ich war so ein ganz braver Junge und irgendwie, als ich 14 war und anfing mich zu politisieren, war ich auf einmal, brannte so eine Schnur ab, so eine Zündschnur sozusagen. Und ich habe mich also da praktisch auf mein Fahrrad gesetzt, bin abgehauen und habe das eigentlich genossen und eigenes Geld und alles selbst entscheiden. Aber dann hat mein Vater meine Schwestern auf mich angesetzt, dass sie mich wieder zurückholen. Ist ihnen auch gelungen. Also ein bisschen bereue ich, dass ich nicht weiter in der Freiheit gelebt habe.
Aber du hast ja trotzdem dann deinen Schulabschluss, dein Abitur gemacht. Abitur nicht. Mittlere Reife. Mittlere Reife, genau. Du hast bei der Schülerzeitung gearbeitet und hast dich mit anderen linken Gruppen getroffen und so weiter. Dann kam die Wendezeit, als die DDR der BRD beitrat. Was war das bei dir für ein Gefühl? Ja, das war sehr gemischt. Also auf der einen Seite habe ich mir gut vorstellen können, dass die Bürger der DDR irgendwie die Schnauze voll hatten von ihrem System, zumindest ein großer Teil. Gleichzeitig habe ich gedacht, oh Gott, was macht ihr? Also wollt ihr euch den Westerschein an den Hals werfen? Also könnt ihr euch nicht vorstellen, dass die euch nicht als wirklich gleichwertige Bürger behandeln? Und da hatte ich ja kein gutes Gefühl eigentlich. Also ich merkte auch, wie dann beim Spiegel, wo ich arbeitete, wie der dann sozusagen also die Ostdeutschen vorführte, vor allen Dingen also die PDS damals, Gysi und Intellektuelle der DDR in Prenzlauer Berg, die man krampfhaft nachzuweisen versuchte, dass sie für die Stasi gearbeitet haben, und die DDR. Es war einfach so eine Abrechnung, wo eben das Leben der DDR-Bürger, ihre Ziele, ihre Wünsche, wie sie eigentlich in diesen Staat gekommen waren, das wurde überhaupt nicht mehr berichtet. Es ging nur noch darum, zu zeigen, wir sind besser. Und wir haben eigentlich gesiegt, also wir Westdeutschen, unser Westblock hat gesiegt. Und das war auch ein Grund, warum ich nach Russland ging, dass ich dieses behäbige, diese Selbstüberschätzung, diese Selbstgewissheit, diese Arroganz und Oberflächlichkeit, das war mir einfach zuwider. Und da habe ich gedacht, also so, da ist schwer, in so einem Land zu leben, wo so viel Hochnäsigkeit herrscht. Du bist ja Anfang der 80er Jahre schon mal in der Sowjetunion gewesen, hast dort das kulturelle Leben kennengelernt, die kulturellen Errungenschaften, die da zu sehen waren. Was war da dein Eindruck? Ja, hatten die kulturelle Errungenschaften? Tja, genau, das ist eine gute Frage. Also, weil ich kam irgendwie, ich hatte ja eigentlich keine Ahnung, ich habe wenig von der Sowjetunion, also was die Sowjetunion war, da haben wir ja nur Bruchstücke von mitgekriegt, das war meistens negativ. Und dann stand ich in Kiew in einer Galerie mit Impressionisten in der Innenstadt, also Bilder aus dem 19. Jahrhundert und einfach wunderschöne Naturlandschaften. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das sieht doch so aus wie unsere deutschen und französischen Impressionisten. Das ist doch kein Unterschied eigentlich. Also das ist aber von Russen oder von Ukrainern gemalt. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, dass wir das nicht wissen und dass wir auch praktisch, also heute denke ich irgendwie, dieses Gefühl, der Russe ist irgendwie ein Untermensch. Also das hat man vielleicht nicht mehr so gesagt in den 80er Jahren, aber ich habe das Gefühl bis heute, dass eigentlich die Deutschen sich da nicht, also die Westdeutschen sich von dieser Haltung noch nie richtig verabschiedet haben, weil sie einfach die Russen nicht so darstellen, wie sie wirklich sind, in ihrer gesamten Kultur, Sport, Wissenschaft, Filme. All das ist in Westdeutschland nicht bekannt, und da wurde mir 1983, als ich da in der Galerie in Kiew war, fiel mir das von den Augen. Also dass es das alles genauso auch gibt in der Sowjetunion, und wir wollen es einfach nicht sehen. Es war so eine nette Geschichte, Nebenaspekt in Ihrem Buch. Sie haben damals eine Wanderung unternommen mit Ihrer damaligen Freundin im Kaukasus und haben da ziemlich Ärger bekommen. Du hast eine Wanderung unternommen, ich schwank immer hin und her, mit deiner damaligen Freundin, und hast dafür Ärger bekommen. Wie ist denn das abgelaufen? Hinterher hast du dich korrekt behandelt gefühlt, hast du geschrieben. Wir waren auf einer Route von Hamburg nach Jerewan. Das war eine genehmigte Route für Touristen. Waren DDR-Touristen, westdeutsche Touristen unterwegs. Und jede Strecke war vorher abgesprochen, wie viele Tage man wo ist. Wir wollten unbedingt, also meine Freundin wollte unbedingt eine Bergtour machen. Ich hatte ihr versprochen, wir machen die Tour, konnte ihr aber wirklich noch nicht genau sagen, wie das gedeichselt wird. Wir hatten auch auf der Fahrt, kriegten wir keine Informationen. Es gab solche Touren nicht im Angebot.
als wir dann in Abchasien am Schwarzen Meer waren, auf einem Campingplatz, haben wir uns dann entschlossen, die 10 Tage, die wir dort sind, zu nutzen für diese Bergtour. Und wir sind einfach, haben unseren Campingbus, die Gardinen zugezogen, sind einfach losgetrampt an den Fuß der Kaukasusberge, ohne uns abzumelden bei der Leitung des Campingplatzes, und sind dann 5 Tage weggeblieben, auf 2000 Meter Höhe beim Gluchowski-Pass waren wir. Wunderbare Berggegend, tolle Leute getroffen, Ukrainer kennengelernt, auf der Rücktour mit offenen Lastwagen ins Tal nach Suchumi zurückgefahren. Also war ein Erlebnis, was ich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang mit mir tragen werde. Und als wir dann zurückkamen auf dem Campingplatz, stand der Geschäftsführer der Geschäftsleitung des Campingplatzes dort mit irgendwelchen Zivilpolizisten, hatte ich den Eindruck. Und dann mussten wir ein Protokoll unterschreiben, dass wir die Regeln verletzt haben. Und es war aber sehr freundlich und auch sogar mit einem Lächeln der Geschäftsleitung von Intourist. Und dann habe ich so danach gedacht, Mensch, toll, also Sowjetunion ist zwar bürokratisch, aber man wird schon als Mensch korrekt behandelt. Wir konnten einfach weiterreisen, keine Strafe, nichts, obwohl wir wirklich hätten uns abmelden müssen. Ne? Also es ging nicht in den Folterkeller, ins Verhörverlies, wo man mit Elektroschocks behandelt und gefragt wurde, sind Sie Spion oder sowas, sondern das war ganz normal, so wie es wahrscheinlich in der DDR auch gewesen wäre. Man hätte euch dann verwarnt und du gemacht und eben einfach weitergeschickt. Ne? Mhm. Du hattest vorhin gesagt, das waren deine Eindrücke in dieser Kunstgalerie in Kiew, wo du also in den 80er Jahren warst. Du bist dann in den 90er Jahren zurückgekommen und hast in deinem Buch geschrieben. Das war übrigens zu der Zeit, als du dich ja dann da niedergelassen hast, ne? Als du dann da richtig hingegangen bist und hast geschrieben. Ich hatte damals das Gefühl, dass der Bezug zur ukrainischen Nation von der politischen Führung in Kiew bewusst als Droge eingesetzt wurde. Sie lenkte damit von der Verarmung und der Ausplünderung der staatlichen Betriebe durch windige Geschäftsleute ab. Wie sah denn diese Ablenkung genau aus? Also wie hat man denn diese Droge eingesetzt? Waren das bestimmte Meldungen oder waren das irgendwelche Veranstaltungen, die da gemacht wurden, oder war es das Fernsehprogramm? Wie kam dieser Eindruck zustande? Ja, das war einfach so ein, also so Details, die ich so mitbekommen habe. Ne? Also man hatte das Gefühl, dass die kommunistische Ideologie, die war sozusagen nicht mehr offiziell, und in diese Lücke schließen also alle möglichen Nationalisten, auch vielleicht bewusste und nicht bewusste Nationalisten, die dann behaupteten, also die Ukraine hätte eigentlich das Rad erfunden. Und oder wenn ich zum Beispiel in Kiew an einer Stadtrundgang teilnahm, die Stadtführerin mir dann erzählte von den schrecklichen Verwüstungen der Roten Armee in Kiew. Also die Rote Armee hatte nach dem Rückzug vor der deutschen Wehrmacht, hatte sie Teile der Innenstadt mit, sag ich mal, Sprengsätzen unterminiert und nach dem Rückzug eben diese Gebäude hochgehen lassen. Unter anderem auch das Kommando der Wehrmacht, der Besatzungsarmee, war betroffen, und ein Kirchturm angesichts, angeblich haben sie auch gesprengt, die Roten, ne? Aber das war eine Provokation, das waren nicht die Roten, sondern das war auch die Wehrmacht. Also auf jeden Fall war es einfach so, nach dem roten Terror, nach dem faschistischen Terror, der sozusagen Jahrzehnte offiziell darüber berichtet wurde, war nun auf einmal nur noch die Rede von dem Terror der Roten, also der Russen und der sowjetischen Armee, an den Kulturschätzen oder an den Gebäuden in Kiew, in Kirchen und so weiter. Das wurde nicht mehr im Zusammenhang mit dem Krieg gesehen, sondern einfach nur als anti-ukrainische Brandschatzerei sozusagen. Ne? Mhm. Und also denn mein Bekannter, wo ich wohnte, mein Freund war das damals, der leider heute nicht mehr, seine gesamte Umgebung, es waren alles überzeugte ukrainische Patrioten, die eigentlich alle auf der Linie waren wie mein Freund. Also der sagte, also je schneller wir uns aus der russischen Sphäre verabschieden, je besser, und es kann nur besser werden. Wir haben sowieso immer europäische Werte gehabt und so weiter. Also ich würde mal sagen, dass er vielleicht ein Teil der
ukrainischen Intelligenz widerspiegelte, aber nicht die Mehrheit. Solche Mahnungen gab es einfach. Es gab Kritik am sowjetischen Zentralismus. Das konnte ich teilweise nachvollziehen. Aber also mein Freund sagte damals auch, als ich ihn auf diese Zeichen hinwies, die überall in Kiew zu sehen waren, so schwarze Zeichen, darunter stand dann UNA und so, das waren diese nationalistische Organisation, die auch dann 2014 den Staatsstreich mit durchgezogen hat. Der meinte, die wären nicht einflussreich und so weiter, aber die waren eben, die standen schon in den Startlöchern, das merkt man. Ne? Und das, also ich meine, diese Zeichen waren so bedrohlich, als für mich als Antifaschist habe ich sofort gesehen, da braut sich was zusammen. Also ich muss jetzt mal fragen, wir haben ja, also bei uns war es ja in der DDR so, wir haben in der Schule gelernt, wie das damals gewesen ist mit dem Zweiten Weltkrieg, wer da wen überfallen hat, wer dort bei wem eingefallen ist und alles kaputtgeschlagen und verbrannt hat und so weiter. Und dann kommt sozusagen die Wende und jetzt reden wir wieder aus ukrainischer Perspektive. Und plötzlich wird dann überall, auf allen Kanälen, so wie du es gerade geschildert hast, dann erzählt, nee, das waren die Roten, das waren die bösen Kommunisten. Gab es denn da keinen Aufschrei irgendwie in der Bevölkerung? Gab es da keine nennenswerte Masse, die gesagt hat, Moment mal, wir haben aber jetzt die letzten Jahrzehnte was anderes gehört. Wie kann denn das sein, dass jetzt auf plötzlich die Russen daran schuld waren? Gab es da keinen, also der protestiert hat? Das ist einfach so, wenn du als Wessi in ein ehemalig sozialistisches Land kommst, du kommst automatisch vor allen Dingen mit den Akademikern zusammen. Das ist, kommt einfach so, weil die können, ich konnte damals eigentlich kein Russisch, nur Englisch, bisschen Russisch. Also das heißt, du bist eigentlich immer in den Kreisen der Intelligenz oder der, ja. Und von daher, also der einfache Ukrainer, der einfache Russe, mit denen kommt man als Ausländer nicht unbedingt in Kontakt. Sprachlich und auch einfach von den sozialen, was weiß ich, ersten Kontakten ergibt sich das nicht. Und unter diesen eben, ich hatte auch eigentlich nur solche gut ausgebildeten Akademiker um mich herum. Gut, da war dann vielleicht einer, der war so richtig, mal sagen, der hat so richtig gewarnt, also vor einem, der warnte mich irgendwie vom, das Lumpenproletariat würde jetzt irgendwie Nationalismus betreiben und so. Also das hat er mir da so gestanden, habe ich das mal einem Freund erzählt und sagt, ja, das ist ein, der ist vom KGB und so weiter. Naja, also, und dann habe ich auch mal ein Interview gemacht mit einem Sprecher der Sozialistischen Partei, das war damals eine der Nachfolgeorganisationen der, also sogar die einzige Nachfolgeorganisation der ukrainischen kommunistischen Partei. Und von denen habe ich eigentlich auch nicht solche Worte gehört. Also die waren alle sehr zurückhaltend. Und also diese Gefahr, dass Geschichte völlig umgeschrieben wird, das war auch damals vielleicht noch nicht so richtig sichtbar. Es war alles ja noch im, also die Sowjetunion war gerade ein Jahr zerfallen. Also es war noch nicht so richtig sichtbar, was sich da zusammenbraut. Ne? Und die Leute waren auch durch die sowjetischen Medien, habe ich das Gefühl, also das habe ich jetzt im Nachhinein so in Russland so recherchiert einfach, was haben die sowjetischen Medien gebracht in der Zeit der Perestroika? Das war eben auch sehr, meiner Ansicht nach wurden die Leute da eben schon auf den Kapitalismus vorbereitet, mit zum Beispiel in Kiew, als ich da lebte, da wurde ständig gezeigt, eine Seifenoper, die hatte den Titel Bagati Toje Plachit, also die Reichen weinen auch, eine mexikanische Seifenoper, ja, da wird dann so gezeigt, also so eine reiche Familie irgendwo in Florida, die, oder was weiß ich, wo das aufgenommen wurde, wo denn der Mann und die Frau in einer Villa wohnen und die Frau arbeitet zu Hause mit den Kindern und der Mann fährt zum Job, also so richtig so eine, aus der Oberschicht, ne? Und das haben die Leute wirklich geglaubt. Die dachten, im Westen leben die alle leben so. Alle so. Ja, und das war, das habe ich also sehr stark, auch denn, als ich dann auch Frauenbeziehungen hatte, habe ich dann gemerkt, also die Frauen, die hatten alle so diese Vorstellung, weil es war sozusagen so, in der Sowjetunion wurde über das reale Leben im kapitalistischen Ausland wohl, da wurden denn die Obdachlosen gezeigt und die Armut und so weiter. Aber
die realen Schichten im westlichen Land, in westlichen Ländern wurden nicht so aufgezeigt. Und dann auf einmal wurde alles geöffnet und dann wurde sozusagen das völlig idealisiert, ne? Und die Russen und die Ukrainer, die dachten wirklich, also, wir kriegen so einen Kapitalismus wie in Schweden. Und das ist doch gut. Also, das ist doch nicht schlecht. Schwedischer Sozialismus. Und die haben ja sogar, es hieß ja sogar schwedischer Sozialismus. Ah. Also, bequeme Blockhütten, dicke Autos, warme Häuser und so. Ja, genau. Du hast dann ja angefangen, für immer mehr deutsche Medien zu arbeiten. Du warst unter anderem tätig für den Deutschlandfunk, für den Tagesspiegel, für den Spiegel, für verschiedene Zeitungen deutschsprachige, also auch in der Schweiz. Du warst bei der Sächsischen Zeitung. Das Neue Deutschland und einige mehr. Der Freitag, ganz wichtig, eine Zeitung, für die du am längsten gearbeitet hast. Kannst du mal einen Querschnitt mal so schildern, was so die Berichte waren, die du so abgeliefert hast täglich? Also ich habe eigentlich, erst habe ich angefangen für den Freitag und für die Wochenzeitung und auch sogar für die Junge Welt was zu schreiben. Also das waren einfach Sachen, die ich wichtig fand. Also ich habe ein Interview mit einem Juden in Kiew geführt oder über die Babi Yar, also diese Gedenkstätte dort und Analysen über die ukrainische Gesellschaft, wie sie sich entwickelt. Da habe ich einfach gemerkt, dass also damit kann man auch kaum Geld verdienen. Das ist eigentlich, kann man eigentlich nur am Rande machen. Man muss praktisch tagesaktuell berichten und da habe ich praktisch alles berichtet. Also das war, sobald ich dann auch vertraglich ein Verhältnis einging mit der Sächsischen Zeitung, das war 2001, das hielt dann also 12 Jahre oder 13 Jahre, habe ich dann praktisch das alles, diese ganzen Mainstream-Sachen, die eben gefordert werden, also das heißt praktisch alle außerordentlichen Ereignisse, Katastrophen, Flugzeugabstürze, Machtwechsel in der russischen Führung, Rubelkrisen, Brände, Überschwemmungen, also das war natürlich, habe ich dann schnell festgestellt, dass das Interesse an dem neuen Russland, was da entstand, oder der neuen Ukraine, das war gar nicht da, sondern das war, man versuchte einfach die Vorurteile, die man immer schon hatte gegenüber dem Osten, einfach fortzuschreiben, indem man einfach immer nur die extremen Schwierigkeiten, also Flugzeugabstürze und so weiter, da wollte man gerne was drüber wissen. Und also nur jetzt für die Gebildeten, also jetzt Deutschlandfunk zum Beispiel, konnte ich dann mal ein 20-Minuten-Feature machen nach Tatarstan in Tschetschenien, also ein bisschen umfassender. Und da hatte ich auch eigentlich auch ein gutes Gefühl. Also das waren faire Reportagen, ohne diese Oberflächlichkeit und Vorverurteilung. Aber das waren sehr aufwendige Sachen. Ich habe nie Reisekosten gekriegt. Es waren also immer selbst irgendwie zusammengespartes Geld, was ich dann da locker gemacht habe. Und also nur so konnte ich eigentlich mich so lange durchhalten, weil ich diese reine Maloche, also immer nur auf Bestellung negativ Berichte zu machen, das hätte ich gar nicht so lange durchgehalten. Also weil eigentlich das widerspricht also meinen Überzeugungen. Und es war dann ab 2008, hatte ich auch das Gefühl bei der Sächsischen Zeitung, dass das dann immer mehr zunahm. Da gab es einen neuen Chefredakteur, der kam von der Bild-Zeitung. Uwe Fetterek. Ja, da hatte ich schon das Gefühl, oh Mann, wenn Bild-Zeitung, das kann ja eigentlich nicht gut enden. Ne? Und das bewahrheitete sich leider dann auch, dass, also da wurde ich dann gezielt angesetzt auf Demonstrationen gegen Putin, wo ich wusste oder auch klar, war mir klar, dass das waren keine Massenbewegungen, sondern das waren also relativ überschaubare Bewegungen, also Leitung von Schachweltmeister Kasparov oder später dann Nawalny. Also, aber das wurde dann sehr hoch gehypt und dann, also erinnere ich mich, also ich fing dann an Tango zu tanzen, weil ich auch mal was anderes machen wollte außer Politik. Und dann war ich da in so einem Keller und wir tanzten und dann gab es einen Anruf auf dem Handy von der Financial Times Deutschland. Ja, wir brauchen unbedingt einen Bericht über die Kasparov-Demo. Da habe ich gesagt, mal, diese Leute, also
die mir politisch eigentlich auch eigentlich fremd sind, also die ich so politisch eher bei der FDP oder bei der Jungen Union, CDU verorte, die sollen doch bitte mal selber nach Moskau kommen und sollen mal selber ihre Berichte machen über die Leute, die sie so toll finden. Aber ist es leider so, dass eben diesen Job in Russland und Ukraine machen denn so Leute wie ich, Leute, die echt sich für das Land interessieren und es in der Gänze interessiert es sie. Aber die müssen dann nach der Pfeife dieser Redaktionen tanzen, die ihr völlig eingeschränktes Gesichtsfeld haben. Und das ist eigentlich sehr traurig, ne? Also viele Kollegen, die ich so kennengelernt habe, also habe ich schon gemerkt, dass das korrekte Leute sind. Und auch bei der Sächsischen Zeitung hatten wir ein gutes Verhältnis. Aber ich habe einfach gemerkt, dass alle Journalisten doch unter extremem Druck stehen. Und also, dass man ist immer... ich habe auch versucht, immer Journalisten zu verteidigen, wenn Freunde jetzt sagen, ja, diese Journalisten sind doch alles scheiße und so, ne? Habe ich immer gesagt, Leute, denkt auch mal daran, also ich kenne selber viele, die einfach, ja, die notgedrungen diese Propaganda dann auch mitgemacht haben, ne? Ist ein trauriges Thema. Ja, die einfach ihren Job auch machen wollen, weil sie zu Hause Kinder haben und vielleicht noch irgendwie ein Haus abzahlen müssen, was übrigens nur wenige Journalisten können, aber die früh eingestiegen sind und festangestellte Redakteure nach Tarifvertrag und so weiter, die konnten sich schon Wohneigentum leisten. Du hast geschrieben in deinem Buch, dass es dann immer mehr dazu überging, dass man dir dann konkret gesagt hat, was du schreiben sollst. Also am Anfang konntest du noch deine eigenen Geschichten anbieten, wie du es eben gerade geschildert hast. Und dann kamen immer auch vor allem von der Sächsischen Zeitung ganz konkrete Wünsche. Machen Sie uns doch mal einen Artikel über das und das, ne? Das war nach der. Ich musste an der Stelle dann konkret daran denken, dass mich das gar nicht wundert, weil wenn Uwe Fetterick von der Bild-Zeitung kommt, und ich war ja da auch, ich weiß, wie das da funktioniert, da wissen die Chefs schon in der Redaktionskonferenz, wenn die beginnt, was eigentlich am nächsten Tag in der Zeitung steht. Die fragen gar nicht oder die sagen auch gar nicht, recherchier bitte mal das und das Thema und dann schreib da 50 Zeilen oder so, obwohl 50 Zeilen ist ja viel zu groß, also 40, 35 oder so. Sondern es ist eigentlich immer so, dass man dann schon in der Redaktionskonferenz, die um 10 Uhr stattfindet, schon genau weiß, wie die Geschichte läuft. Da steht dann auch schon meistens die Überschrift fest. Und also der schreibt, das und das ist ganz böse. Und der andere stellt gegenüber, ein bisschen was Gutes gibt's auch. Und hier machen wir noch eine Infobox hin und so. Und so ungefähr dachte wohl auch der Uwe Fetterick und so. Das wollte ich nur an der Stelle einpflegen, dass mich das nicht... Ich muss aber sagen, an der Stelle... Also was wirklich ein extremer Unterschied war 2013 und also 2014 war eigentlich so eine Scheidelinie und vor 2014 wurde ich von der Sächsischen Zeitung immer noch gefragt, hier, wir haben Bundestagswahlen, wie sieht das die Welt? Dann wurde abgefragt, also Washington, London, Moskau. Ich habe den Moskau-Bericht geschrieben. Das war dann nicht zu den Bundestagswahlen nur, sondern auch zu anderen weltbewegenden Ereignissen. Wollte man immer auch die Meinung, offizielle Meinung des Kreml hören, des russischen Außenministeriums. Und das brach dann ab 2014 schlagartig ab. Also das habe ich dann gesehen. Also ich wurde dann ja gekündigt, da bei der Sächsischen, aber 2014. Es brach einfach ab und es war eigentlich schon vor 2013 wurde es immer weniger. Also diese gewisse Fairness, die es noch gab bis 2014, die verschwand dann. Und das ist für mich eben auch ja ein großes Alarmsignal. Und das ist, glaube ich, vielen Menschen gar nicht bewusst, was für eine Einseitigkeit wir uns heute bewegen in der deutschen Medienwelt. Mhm. Gutes Stichwort, dass du die Jahreszahl schon gesagt hast. Das war dann die so ungefähr als 2014 rum, als es in der Ukraine losging.
Ab diesem Zeitpunkt beendeten dann Schritt für Schritt alle möglichen Medien die Zusammenarbeit mit dir. Kannst du uns einen Überblick darüber geben, welche Medien das waren, wie die Begründungen jeweils ausgesehen haben und wie diese Trennung dann vonstatten ging? Ja, das war erstmal 2013, Sächsische Zeitung. Begründung war, im späteren Arbeitsgerichtsprozess wurde gesagt, mangelnde Qualität, aber keinerlei Belege, also und aber am Telefon wurde mir gesagt, wir drucken immer weniger von Ihnen. Ne? Also das ist auch lächerliche Begründung. Ich habe jede dreimal die Woche mindestens irgendwas abgeliefert. Die haben nichts gedruckt, weil sie nur noch praktisch immer mehr bunte Sachen von mir wollten, möglichst unpolitisch, also irgendwie ja so richtig Bild-Zeitungsgeschichten. Also Spatz fällt aus dem Nest und wird von einem Jungen gefunden, der gerade bei seiner Oma zu Besuch ist. Gut, das ist irgendwo in Sibirien, das hat die Sächsische Zeitung dann gerne nochmal gebracht von mir. Also das kommt ja auch nur einmal im Jahrhundert in Russland vor, sowas, ne? Ja. Ja, oder ein Veteran, der, ich meine, das, ich will mich jetzt auch nicht so sehr dagegen erheben, aber ein Veteran hat eine Kugel im Kopf seit 50 Jahren und die wird ihm raus operiert und überlebt das. Gut, das war auch im Prinzip nicht schlecht, weil immerhin wurde mal über die russischen Veteranen gesprochen. Aber es war eben auf, ja, man traute mir eigentlich nicht mehr zu, also analytisch irgendwas über die Politik in Moskau zu bringen, weil es war dann doch zu unkritisch vermutlich, also für die Redaktion. Gut, das war Sächsische Zeitung, da musste ich mir eine neue Zeitung suchen, das war dann die Wochenzeitung in Zürich, eine linke Wochenzeitung, so ähnlich ein bisschen wie die Taz. Und da hatte ich den nur ein Jahr bei denen, weil die, für die habe ich auch schon seit 30 Jahren geschrieben, aber die haben mich dann für dieses ein Jahr akkreditiert und dann wollten sie es auf einmal nicht mehr mit der Begründung, ich hätte bei Telepolis, diesem Internetportal, einen Artikel geschrieben über die Aufständischen im Donbass und da wurde der bekannte Feldkommandeur Alexei Maskavoy fiel einem Anschlag zum Opfer. Und der wurde so und in der Linken in Russland und auch in der Ukraine so als ja Held gesehen, weil er praktisch da, er war auch sehr kritisch gegenüber den, sag ich mal, Beamten, der Beamtenschicht dort. Und also er wollte nicht nur die Unabhängigkeit von der Ukraine, er wollte auch, was sagen, mehr soziale Gerechtigkeit in dem neuen Donbass sozusagen. Und wurde als Che Guevara des Donbass bezeichnet. Und diese Überschrift habe ich übernommen, also habe ich als Überschrift über meinen Bericht über den Anschlag von die Moskowoi. Und das hat mir dann die Wochenzeitung vorgehalten, das wäre ja praktisch Verbrüderung mit den Separatisten im Donbass. Und dann, ja, war das mit der Wochenzeitung dann auch vorbei. Und dann hat der Freitag in Berlin, die Wochenzeitung, die habe ich dann gefragt, könnt ihr mich in Moskau akkreditieren? Man muss immer ein offizielles Schreiben der Chefredaktion vorlegen, dass sie einen entsandt haben nach Russland. Und die haben sofort Ja gesagt und das lief dann auch bis praktisch ja bis 2022, also bis zur russischen Invasion in die Ukraine. Der Anlass war ein Porträt, was ich über den russischen Außenminister geschrieben hatte. Lavrov oder? Lavrov, ja. Sergei Lavrov. Und da hatte ich so geschrieben, dass Lavrov die Entscheidung von Putin, diesen Feldzug zu machen, unterstützt. Und damals war so die Hauptthese der deutschen Medien, also Putin, das ist eine Idee von Putin und er setzt das durch gegen Widerstand im eigenen Apparat und die haben bloß keinen Mut, sich zu äußern und so weiter. Also naja, ich bin da sozusagen, habe da so ein bisschen gekratzt an diesem Narrativ, was da verbreitet wurde über den Putin, der da sozusagen völlig abgehoben von seinem Apparat arbeitet. Und indem ich Lavrov praktisch als seinen Unterstützer auch dargestellt habe, ist einfach ein Fakt. Ich habe ihn biografisch vorgestellt, also er spielt Gitarre, er war, was weiß ich, irgendwo auf Ceylon stationiert in seiner Amtszeit und alles Mögliche habe ich da aufgezählt.
und auch eben diesen Fakt, dass er nicht gegen die Invasion in der Ukraine war. Und dann hat der Chefredakteur, also Grassmann, der hat mir einen Brief geschrieben, wo er gesagt hat, also der Westen hätte mit dem Ukraine-Krieg absolut nichts zu tun, das wäre eine reine russische Angelegenheit und ich hätte das sozusagen nicht richtig dargestellt und wir könnten erstmal nichts weiter von ihm bringen. Und es war praktisch so eine nett formulierte Kündigung. Also wir hatten kein Vertragsverhältnis, aber ich war da praktisch, alle paar Wochen war ich mal am Freitag präsent und das war dann vorbei. Gut, es hat mich eigentlich nicht gewundert, aber ich wollte das nicht hinnehmen, habe das dann öffentlich gemacht, habe den Brief des Chefredakteurs auf meiner Homepage veröffentlicht und dann gab es einen riesen Auflauf. Also Leute haben mir Solidaritätsadressen geschickt und haben gesagt, sie wollen den Freitag abbestellen, was gar nicht mein Ziel war. Ich will den Freitag nicht schädigen. Da kommen auch immer noch manchmal ganz gute Artikel. Aber ich will einfach nicht akzeptieren, dass ich bestraft würde für einen Artikel über Lavrov, der irgendwie nicht nach der Machart dieses Chefredakteurs war. Ich weiß auch noch nicht mal, ob dieser Chefredakteur wirklich die Meinung der gesamten Redaktion widerspiegelt oder ob das einfach ein Mann ist, der eigenhändig da arbeitet, entscheidet. Dort gab es auch so eine kleine Hetzjagd von drei regelmäßigen Lesern, die da immer Briefe geschrieben haben. So Wadenbeißer, würde ich mal dazu sagen. Wie ist das abgelaufen? Ja, das war also, es war so, dass praktisch ab 2014 wurde es für mich auch schwierig, im Freitag Geschichten über die Ukraine zu bringen. Ich habe dann zwar über Russland berichten können, aber nicht über die Ukraine. Und da ich praktisch oft in der Ukraine war und mich sehr gut da auskenne, habe ich einfach versucht, auf der Freitag-Community, also die auch, muss sagen, wo es viele Follower gibt, da auch kleine Berichte über die Ukraine mal unterzubringen und die aber nicht, mal sagen, im Mainstream berücksichtigt werden, wie die Rolle der Nationalisten in der Ukraine, wie der Brand im Gewerkschaftshaus von Odessa, wie auch mein Rauswurf aus der Ukraine. Ich habe den Einreiseverbot gekriegt 2016. Und alle solche Sachen. Und dann sofort nach jedem dieser meiner kritischen Ukraine-Berichte sprang eine Gruppe von drei Leuten auf. Es dauerte keine Stunde. Dann hatten sie ihre wirklich also unflätigen Kommentare unter meinen Blog in dieser Freitag-Community gepostet. Also wo ich dargestellt wurde als jemand, der keine Ahnung hat von der Ukraine. Sie hätten schon in Lviv auf dem Marktplatz gesessen und hätten da Kaffee getrunken. Sie kennen auch Leute die hätten im Donbass gekämpft und also solche Vögel, die mal sagen, seit 2014 sich für die Ukraine interessieren und da irgendwie sich verpflichtet fühlen, den Maidan zu unterstützen oder dessen Nachfolger. Und da habe ich gesagt, wieso? Ich war zum ersten Mal in der Ukraine 1983 und seit 1991 war ich sehr, sehr oft da, habe da sogar länger gelebt. Das zählte gar nicht, haben sie mir auch so geschrieben, es zählte gar nicht. Ja, das war doch die Janukowitsch und die Kutschma-Ukraine, die noch sowjetische, russische Ukraine. Das zählt doch alles nicht. Ne? Also, aber ich meine, das lief leider so, dass diese drei Leute, die haben das Klima so vergiftet, dass auch Menschen, die wie ich denken oder in meiner Richtung denken, die hatten auch zunehmend Angst, da sich zu äußern. Und die Chefredaktion hat überhaupt nicht interveniert. Also die konnten da wirklich, wirklich vom Leder hetzen, wirklich unter aller Sau. Also jede Fairness, Schimpfworte, Verdächtigung, alles Mögliche. Und dann habe ich ein Foto mal gepostet von einem dieser Hetzer, der ist Vorsitzender der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft in Hamburg oder so, zusammen mit einem Marushinets, dem ukrainischen Konsul in Hamburg damals, der kurze Zeit später als Nazi-Verherrlicher entlarvt wurde. Er musste seinen Posten kündigen, wurde rausgeschmissen, musste zurück in die Ukraine. Dann habe ich so gefragt, ja, also du hast neben diesem Typen gestanden, hast da eine Veranstaltung in der ukrainischen Botschaft in Hamburg organisiert. Ist dir das denn nicht aufgefallen, dass das ein Nazi ist? Und dann kam ein Schreiben von der Freitag-Chefredaktion, also das war noch vor meiner Kündigung.
ich hätte, also man, ja, man müsste schon also kritische Berichte bringen, aber ich hätte diesen Kommentator, hätte ich ja unterstellt, er sei ein Nazi und so, ne? Also unvorstellbar, wie auf einmal die Chefredaktion diesen Hetzer da in Schutz genommen hat, ne? Und mich also unter Druck gesetzt hat. Und dann, also ich glaube, wie viel, 2 Jahre später, wurde ich selbst gekündigt, ne? Also ich meine, ja, das ist wirklich sehr bedenklich. Und diese Person, dieser Grassmann, ist für mich also ein, ja, ich will nicht so persönlich werden, aber so eine, mal sagen, graue, wie ich das sagen. Also er hat für mich journalistisch kein Profil. Ich kenne keinen einzigen Artikel von ihm, wo er mal sich für einen Unterdrückten auf dieser Welt stark gemacht hat, sondern er ist immer nur in diesem, er war bei irgendwelchen Mainstream-Medien vorher, Süddeutsch und Welt oder so. Aber dass er mal irgendwas riskiert hat, dass er mal irgendwo im Ausland war. Nein, er hat dann irgendwie im Ausland, im westlichen Ausland studiert. Aber ich meine, diese Chefredakteure, die haben doch alle in London, New York oder was weiß ich, Barcelona, Lateinamerika, ihre Ausbildung, wer von denen war denn da in Russland oder in Kiew, hat da mal studiert? Die wissen doch von nichts. Und diese Leute regieren unsere Köpfe. Und das ist einfach eine Schande und eine Katastrophe. Das war mein persönlicher Eindruck, wenn ich die Medienberichterstattung der heutigen Tage in Deutschland verfolge, dass die allgegenwärtige Erzählweise immer ist, die Russen sind die Bösen und Russen sind generell böse, weil jeder weiß ja, dass Russland böse ist, denn wir haben es ja so in der Schule gelernt bei uns im Westen und außerdem im Fernsehen gesehen. Ja, weiß doch jeder, dass die Russen böse sind. Und außerdem sind es alles Alkoholiker und sie schlagen ihre Frauen. Und du hast dich dann vom neuen Deutschland selbst getrennt, weil eine Krim-Reportage kam nicht so gut an. Wie ist denn das da gewesen? Ja, das war auch, ich war, ich glaube, 2017 war das, glaube ich, ich war auf der Krim und war beeindruckt eigentlich von dem Aufbau, der da lief. Also die haben praktisch doch wirklich also die Infrastruktur verbessert und die Leute haben mir auch eigentlich nur Gutes erzählt, dass sie jetzt zu Russland gehören. Habe ich dann so eine relativ nette Reportage geschrieben. Es gab nichts zu kritisieren. Was ich gesehen habe, war wunderbar eigentlich. Und dann habe ich die abgeliefert. Die lag lange beim Neuen Deutschland. Dann ging der bearbeitende Redakteur in Urlaub und auf einmal erschien dann die Reportage. Und dann stand da so ein Satz drin, ja, die annektierte Krim. Also sonst hatten sie alles so gelassen, wie es war, aber die annektierte Krim. Und dann habe ich mich beschwert und gesagt, sag mal, was ist denn das? Dann kriegte ich von dem Chefredakteur einen Brief, wo er schrieb, ja, wir mussten das politisch einordnen. Also so ein Quatsch. Ich meine, also ich meine, sie haben reingefuscht in meinen Artikel und haben es darauf ankommen lassen, dass ich dass ich aussteige. Ich meine, auch fürs Norddeutschland habe ich ja Jahrzehnte gearbeitet. Aber es war denen egal. Es war denen wichtiger, dass ihre, sag ich mal, NATO-Sichtweise da mit verankert wird. Und sie hätten ja auch mal anrufen können und sagen, bist du damit einverstanden? Nein, einfach wurde das da reingesetzt. Und gut, es gibt vielleicht Leute, die das schlucken, aber ich schluck das nicht. Also, weil ich die Krim selbst erlebt habe, viele Mal, ich war sehr oft da und ich weiß einfach, dass es da eine pro-russische Stimmung gibt. Nicht erst seit, was weiß ich, 2013 oder 14, sondern seit 1991 schon. Die Krim wollte schon 1991 sich von der Ukraine abspalten, weil sie merkten, dieser ukrainische Nationalismus, das ist schädlich für uns und wir sind hier vor allen Dingen Russen. Gut, es gibt auch Ukrainer und Krim-Tataren, aber wir gehören zu Russland. Wenn, dann vereinigen wir uns mit Russland und nicht mit der Ukraine. Gut, also das war jetzt im Großen und Ganzen, das war jetzt relativ vollständig, die ganze Geschichte, wie welche Medien, es waren nicht alle Medien jetzt aufgezählt, die sich alle von dir getrennt haben und beziehungsweise du von denen, wo keine Zusammenarbeit mehr stattfindet, weil einfach aus politischen Differenzen seit 2013, speziell 2014 dann verstärkt. Ja, warte mal, muss ich noch kurz erzählen. Okay. Also es gab noch linke, sogar linksradikale Medien, wie zum Beispiel das Antifa-Bulletin, antifaschistische Informationsbulletin, für die habe ich öfters über russische Nazis was geschrieben oder ukrainische Nazis.
Und da war sogar ein großer Artikel von mir geplant 2017. Hat sich eine Redakteurin von diesem AIB hat sich an den Tisch gesetzt und hat mir einen Brief geschrieben und gesagt, ja, sie hätten gesehen, dass ich bei Russia Today jetzt öfters was hab und veröffentlicht habe. Und also ich sollte mich doch mal dazu äußern, wie das denn kommt und wie ich Russia Today einschätze und so weiter. Und da habe ich gedacht, sag mal, spinnt ihr? Also unvorstellbar. Noch ein paar andere Analyse und Kritik in Hamburg auch, die wollten auch wegen Russia Today nichts mehr von mir drucken. Ne? Also so linke Randmedien, sag ich mal, aber die immer schon mal sagen, Russland kritisch waren, aber jetzt wurden sie mal sagen, tja, kann man das sagen, sie haben sich auf die Seite der NATO gestellt, ne? Ganz, ganz, ganz eindeutig. Sie wollten nicht. Ich meine, warum darf ich nicht für Russia Today auch arbeiten? Es ist doch einfach albern. Ich habe mal sagen, in den 30 Jahren in Russland habe ich manchmal für die Deutsche Welle was gemacht. Ich habe mal für die Frankfurter Allgemeine Artikel geschrieben. Für den Rheinischen Merkur habe ich recht oft geschrieben. Für Financial Times Deutschland. Also alles Medien, wo der ein Linker sagen muss, oh Gott, also mit diesem Heiden arbeiten wir nicht zusammen. Also der arbeitet für die Medien. Ja, es wurde einfach geschluckt. Aber wenn ich für RT Deutsch schreibe, das ist ein Weltskandal. Da muss man den Typen sofort an den Pranger stellen. Ne? Und ich meine, dafür zeigt sich auch für mich die, ja, bei einigen Linken in Westdeutschland, da bin ich wirklich schockiert. Also was die eigentlich, warum die so weich geworden sind gegenüber der NATO. Ne? Also wirklich schrecklich. Aha. Also die Leute von all diesen Medien, die du jetzt aufgezählt hast und einige, also NATO-Gehirn gewaschene Menschen, vor allem die im Westen wohnen und bis jetzt dieser Sendung zugeschaut haben, werden jetzt denken, ach, alles klar, jetzt weiß ich, der Heiden, das ist ein Putin-Versteher, der findet alles ganz toll, was in Russland stattfindet. Deswegen frage ich mal, ist denn alles toll in Russland? Ist denn wirklich alles toll? Gibt es denn gar nichts, was irgendwie kritikfähig ist? Und kritisierst du das denn auch? Natürlich gibt es in Russland auch viel, was man kritisieren muss. Und ich kritisiere das auch auf Facebook. Ich habe auch ein Buch sogar geschrieben. Da habe ich einfach dargestellt, die Opposition gegen das System Putin heißt das, also erschien im Schweizer Verlag, Rotpunkt Verlag, im Jahre 2018. Und das heißt, ich habe mich auch mit der Opposition beschäftigt, habe der Opposition auch eine Stimme gegeben, also zumindest einfach als Beobachter, habe sie vorgestellt, was sie wollen. Und ich habe zum Beispiel, ich schreibe oft zu sozialen Themen, also zum Beispiel habe ich eine Dorfschule besucht und habe das verglichen mit den Lehrbedingungen, Lernbedingungen einer Schule für bessere Kinder sozusagen, also aus etwas höheren Familien, sozial höheren Status. Und ich habe, also vor allen Dingen auf dem sozialen Sektor gibt es einiges. Ich meine, ich will nicht sagen, dass Russland ein total unsoziales Land ist. Es gibt viel Unterstützung für Kinder, für kinderreiche Familien. Die Rentner haben niedrige Renten, also 20.000 Rubel, das ist 200 Euro, das ist nicht viel. Gut, dann gibt es vielleicht ein paar soziale Vergünstigungen für sie, aber insgesamt ist es schon so, dass Russland nicht mal sagen, jetzt, also dass hier praktisch die Leute hungern, oder das, also so ist es nicht, aber es gibt schon eine ganze Menge, auch in der ganzen bestimmte Verwaltungsabläufe sind unübersichtlich und nicht richtig korrekt läuft es da. Also das erlebe ich einfach im Alltag, wenn ich zum Beispiel hier sehe, wie hier die fünfgeschossigen Häuser abgerissen werden, eine neue große 20-Geschosse hingestellt werden. Also ich wohne in so einem Viertel und kriege ich das so mit. Und es ist schon nicht einfach, in so einem im Baugebiet zu wohnen und mit Lärm und Staub. Aber man muss es immer im Verhältnis sehen und ich versuche, konstruktive Kritik zu leisten und ich glaube auch, dass das Außenministerium, wo ich praktisch akkreditiert bin, die wissen, was ich für einer bin, also die wissen, dass ich auch kritisch bin, und aber das wird akzeptiert. Also ich habe noch nie irgendwie da eine Vorladung gekriegt oder so.
Und ich hoffe, dass es so bleibt, also weil ich versuche weiter unabhängig zu sein, also und mich nicht irgendwie für irgendeinen Karren spannen zu lassen. Naja, das ist zumindest mein Vorhaben. Mhm. Früher hat man ja den, also im Westen gesagt, den Leuten, die sich für die kommunistischen Ideale interessiert haben, die Sympathien hatten für die Sowjetunion, für Russland und so weiter, gesagt, geh doch nach drüben. Du bist nach drüben gegangen und jetzt ist meine Frage, willst du denn da bleiben? Auf Dauer. Kommst du zurück? Also ich bin jetzt schon 31 Jahre hier und ich möchte gerne hier bleiben. Warum? Ich weiß nicht, ob die... Ich bin Gast hier. Ich muss mich hier praktisch alle 3 Monate muss ich ein neues Visum vorlegen oder beantragen. Also bis zu der Invasion in der Ukraine kriegte ich ein Jahresvisum, aber jetzt bin ich aus einem unfreundlichen Land und muss es alle 3 Monate erneuern. Es geht allen so aus unfreundlichen Ländern. Also trotz dieser zunehmenden Bürokratie und so weiter und finde ich mich hier am richtigen Platz und ich hoffe, dass das russische Außenministerium mich weiter als Gast auch will oder akzeptiert. Und also ich will nicht völlig ausschließen, dass ich manchmal mal nach Deutschland zurückkehre, aber ich bin hier an meinem Platz, denke ich. Und ich fühle mich hier wohl, ich bin verheiratet und wir haben eine schöne Beziehung. Ich bin in der russischen Familie sehr nett aufgenommen worden. Ich erlebe das Datschenleben, ich grabe die Gebete mit um und so weiter und so fort. Und das eröffnet mir einfach nochmal einen tieferen Einblick in die russische Gesellschaft. Mhm. Du hast den Einblick in die russische Gesellschaft. Was ist denn die russische Seele, von der immer alle reden? Ja, die russische Seele ist eigentlich für mich Großherzigkeit, Spontanität, Emotionalität, Gastfreundschaft und das Gefühl, man will heute leben und nicht morgen oder übermorgen. Also das ist jetzt aus meiner Sicht die russische Seele und ja, einfach viel Romantik, viel romantische Gefühle in Musik und auch im Leben, also zum Beispiel gibt es so Rituale wie der Mann um die um seine Ehefrau wirbt, also dass er praktisch ihr den Antrag stellt mit einem Blumenstrauß. Und solche Dinge sind bei uns in Westdeutschland lange aus der Mode, aber hier ist es sozusagen, das ist ja russischer Stil, ist auch nicht schlecht. Also man lässt mehr Emotionen zu im alltäglichen Leben. Es findet ein bisschen spielerischer das alles so. Ja, also ich meine, das finde ich fantastisch, dass die Russen sind manchmal wahnsinnig grob. Also du kannst hier die dollsten Sachen erleben, wirst hier abgeledert von irgendeinem Beamten oder so oder Polizist oder was weiß ich. Aber sie der gleiche, also zum Beispiel, ich sag mal so ein Beispiel, ich gehe nach dem Tango gehe ich mit einer Bierflasche ohne darüber nachzudenken in die Metrostation, will nach Hause fahren und dann sieht mich die Kontrolle am Eingang, sieht irgendwie meine Bierflasche und sagt, ja, das geht aber nicht und so weiter. Und dann eine Minute später sage ich, soll die so verstecken, dass man das nicht so sieht und so, und dann könnte ich auch. Also verstehst du, das ist so typisch Russland, dass du mal ist es denn ganz streng, aber dann sind die dann auch sehr ja, normal und menschlich irgendwie. Ne? Und dass diese Mischung ist einfach toll. Also die ist für einen Menschen aus Westdeutschland, der so geeicht ist auf Nüchternheit, auf die Ordnung und auf prinzipielle Geschichten. Das ist ein guter Kontrast, also als Lebenserfahrung mal eine ganz andere Herangehen ans Leben zu erleben. Also praktisch ein offenes Wort, hartes Wort, also bis verletzend. Und gleichzeitig hast du dann von der gleichen Person vielleicht also die herzliche Umarmung, die Einladung, was weiß ich, zusammen was zu trinken oder so. Und das ist ja einfach. Verwirrend sicherlich für jemanden, der aus dem Westen kommt. Ne? Ja, verwirrend, ja. Du hast, wir. Ich
frage das deswegen, weil wir sind ja hier Jonas, das Magazin für ostdeutsche Interessen. Du hast einen speziellen Bezug zu Ostdeutschen in dir entdeckt. Du bist der Meinung, dass mit Ostdeutschen, dass die mehr ticken wie du und dass die Ostdeutschen in vielen Dingen weiter sind als die Westdeutschen. Kannst du dazu ein paar Sätze sagen? Ich habe hier als Beispiel stehen, du hast zum Beispiel bemängelt, dass das Hallenser Planetarium, das Planetarium in Halle, Sachsen-Anhalt, nicht mehr den Namen des ersten Deutschen im All, Sigmund Jens, tragen darf. Was läuft denn da noch schief in Ostdeutschland? Was ist deine Beziehung zu den Ostdeutschen? Ja, also es hat sich einfach so ergeben. Ich habe einfach gemerkt, als ich Kontakte gesucht habe oder über Internet, wer hat mich angeschrieben. Ich kam also einfach sehr stark in Kontakt mit Ostdeutschen, weil wir in den letzten 9 Jahren einfach zu dem Ukraine-Konflikt hatten wir ähnliche oder sogar gleiche Meinungen, Einschätzungen, und das war einfach völlig unproblematisch. Ich musste da auch nichts groß erklären, musste mich nicht rechtfertigen, warum ich in Russland lebe, sondern da war einfach so ein lockeres Interesse und das Bedürfnis nach Erfahrungsaustausch oder sich auch vielleicht mal besuchen und so weiter. Ostdeutsche mich hier besucht und wir haben zusammen Moskau erkundet, und das war sehr nett und einfach unkompliziert. Und während ich bei den Westdeutschen schon ganz am Anfang hatte ich so das Gefühl, dass sie befürchteten, ja, ich würde doch zu unkritisch sein gegenüber dem russischen Regime sozusagen. Also das war ganz merkwürdig, diese Vorverurteilung und diese, auch mir das nicht zuzutrauen, selbst mal einen Weg hier zu finden, sondern man wurde da schon so richtig so altväterlich, wurde mir dann so auf den Weg zu geben, mit wem treibst du dich denn da rum und so weiter. Also von einem Ostdeutschen habe ich solche Fragen nie gehört. Also naja, also was die Ostdeutschen den Westdeutschen voraus haben, ist eben ein entspanntes Verhältnis zu Russland. Die Achtung des russischen Menschen, die Achtung vor 27 Millionen ermordeten sowjetischen Bürgern im Zweiten Weltkrieg, auch das Wissen darüber, das Wissen über die russischen Filme, das russische Filmwesen, also sowjetische Filmwesen auf einem sehr hohen Niveau, sehr gute Filme über den Zweiten Weltkrieg gibt es, die Spielfilme, Dokumentarfilme, die man im westdeutschen Fernsehen leider vermisst, die aber jeder Ostdeutsche eigentlich kennt. Und das ist auch der Grund, glaube ich, warum in Ostdeutschland einfach diese antirussische Stimmung nicht so aufgenommen wird, wie es vom Westen gewünscht wird. Und ich bin da sehr froh drüber und sehe einfach die Bedeutung von Kultur und von, ja, vielleicht auch von einfach, dass ihr praktisch in realen Sozialismus gelebt habt und vielleicht gar nicht nur Wand an Wand, weil die Kaserne und die euer DDR-Leben, das war sozusagen voneinander getrennt, aber ihr habt in der Schule bestimmte Dinge mitbekommen, also einfach russische Kultur mitbekommen, russische Sprache ansatzweise, das war so ein bisschen einfach ein normaler Kontakt, und der fehlt den Westdeutschen leider. Die erinnern dann eher ihre Väter, die in Sibirien Holz hacken mussten oder solche Geschichten, also, und da bin ich froh, dass Ostdeutschland doch, mal sagen, existiert noch, und also noch als kulturelle Einheit, also dass es da noch was gibt, was noch existiert. Und ja, ich hoffe, dass von Ostdeutschland noch mehr gute Impulse ausgehen, die auch Westdeutsche, mal sagen, zum Nachdenken bringen. Vielen Dank, Ulrich Heiden. Das sagt der Mann, der dieses Buch geschrieben hat, Mein Weg nach Russland. Das erscheint jetzt demnächst. Und kannst du schon den Preis dazu sagen, wo, in welchem Verlag es erscheint und was es kosten soll? Es kostet 25 Euro, hat 270 Seiten. Ist also eine Geschichte durch mein ganzes Leben. Kommt auch der Tschetschenienkrieg noch drin vor. Und eine Vermieterin, mit der ich mal ein Verhältnis hatte. Naja, also so Geschichten aus dem Leben kommen da auch vor. Sehr spannende Geschichte. Und kann ich dir empfehlen. Und ja, das kommt heraus im Promedia Verlag in Wien.
Also ein ganz angesehener linker Verlag. Und ich mache jetzt praktisch ab 2. Februar mache ich so eine Lesetour durch Deutschland und verschiedene Städte, also, und hoffe, dass da auch Leute kommen. Aber ich denke, das wird kein Problem sein, weil so oft kommt kein Journalist aus Russland nach Deutschland, um da zu berichten. Also persönlich, nicht über die Mattscheibe. Mhm. Gut. Vielen Dank, Ulrich, dass du bei uns warst im Junost Magazin. Wir werden später sicherlich in weiteren Sendungen miteinander sprechen, dann über aktuelle Entwicklungen in Russland und der Welt. Ja, liebe Zuschauer, das war's für dieses Mal. Bitte schreibt mir hier unter das Video in die Kommentare, was sagt ihr denn zu Ulrich Heiden? Ist das ein Oller Putin-Versteher oder lohnt es sich nicht doch, ihm zuzuhören und wenigstens zu versuchen, sich hineinzuversetzen, dass es noch eine andere Sichtweise gibt, zumindest wenn man denn erstmal da ist in Russland und tatsächlich alles sieht und hört, was dort geschieht. Schreibt mir bitte auch eine E-Mail an info@junost.tv. Ich beantworte wie immer jede einzelne E-Mail, auch wenn es etwas länger dauert. Das war's für dieses Mal. Bis dann. Tschüss.